Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Stefan Ratzenberger. Er ist Obmann des Verbands österreichischer Nachtgastronomen. Guten Tag, Herr Ratzenberger. Grüß Gott. Nach fast 500 Tagen Zwangspause kehrt die Nachtgastronomie jetzt zurück. Gibt es auch viele Clubs und Discos, die nicht wiederkommen, weil sie den Lockdown nicht überlebt haben? Leider Gottes ja. Also die große Freude ist zwar da, dass wieder geöffnet wurde, aber leider Gottes sind 10-12% der Betriebe haben es nicht überstanden. Das sind in Realzahlen ca. 300 Betriebe österreichweit. Wie sind denn jetzt die Erwartungen? Denken Sie, dass viele Menschen in den kommenden Wochen und Monaten feiern gehen wollen? Ja, ganz bestimmt. Also wir haben das auch gestern gesehen, es war ein unglaublicher Ansturm. Ich habe auch mit den Bundesländern heute früh schon telefoniert, auch in den anderen Städten war es sehr, sehr stark. Die Leute wollen wieder raus, wollen wieder feiern, wollen das Leben wieder genießen. Und ich denke, es ist auch der richtige Zeitpunkt gewesen, um zu öffnen. Die Zahlen der Inzidenzen sinken, die Geimpften steigen, die Tests werden gut angenommen. Also ich glaube, wir sind gut gewappnet für das und es wird auch weiter gefeiert werden. Jetzt ist in Clubs und in Bars nur eine Auslastung von 75% erlaubt. Ist das aus geschäftlicher Sicht ein Problem? Eigentlich nicht. Diese 75% sind ja nur für wenige Tage. Am 22. Juli ändert sich das ja wieder. Und wer auch ein größeres Volumen haben möchte, also über diese 75% hinaus, hat ja auch die Möglichkeit, das zu machen, in Form einer Veranstaltung anzumelden. Leider Gottes ging sich das nicht mehr so gut aus für viele jetzt zu Beginn, weil die Verordnung aus dem Gesundheitsministerium zu spät kam, genau 50 Stunden vor Eröffnung. Und der Bearbeitungsprozess dauert 14 Tage, um eine Genehmigung zu bekommen für eine Veranstaltung. Aber grundsätzlich sage ich, die 75% sind ein guter Kompromiss für lediglich 3 Wochen. Ich stelle mir das aber sehr schwer vor. Wie kann man denn im Einzelfall kontrollieren, ob das Lokal genau zu 75% oder weniger ausgelastet ist? Das geht relativ einfach. Wir haben in jedem nachtgastronomischen Betrieb, in Wien sagt man die Türlsteher, Securities, wenn man so möchte, und es gibt einfach eine Begrenzungszahl. Je größer das Lokal, desto leichter ist es zu kontrollieren natürlich. Wir sehen das aber auch bei Bars, wo es eben nicht diesen klassischen Türlsteher gibt. Wir haben gestern mit vielen gesprochen, die sagen, wir wissen, wenn jeder Tisch besetzt ist, dann sind wir bei ca. 60%, also ein Bar noch an der Bar. Also das wird sehr ernst genommen und das wird auch kontrolliert. Es gelten die 3G-Regeln, man muss also geimpft, getestet oder genesen sein. Steht aber jedem Betreiber, jeder Betreiberin selbst zu, das auch noch strenger zu handhaben. Ja. Machen das denn viele? Es gibt ein paar wenige, die das machen. Das ist, man muss sich vorstellen, die Nachtgastronomie besteht nicht nur aus jugendlichen Lokalen mit Discos und Clubs und so weiter, sondern es gibt ja auch altehrwürdige Bars, die gesagt haben, wir haben ein älteres Publikum, ein vielleicht auch vorsichtigeres Publikum, wenn man so möchte. Und da gibt es manche, die gesagt haben, sie wollen nur geimpfte Personen reinlassen. Da muss man nur dazu sagen, die sind auch tatsächlich alle schon geimpft. Jetzt sagt sogar der ansonsten eigentlich eher optimistische Bundeskanzler Sebastian Kurz, wenn wieder aufgesperrt wird, dann werden die Infektionszahlen wohl auch wieder steigen. Wie würden Sie denn mit allfälligen Clustern in der Nachtgastronomie umgehen? Ein Cluster der Nachtgastronomie wäre natürlich schlimm für uns alle, das ist ganz klar. Deswegen haben wir unsere Konzepte erstellt. Es gibt Hygienekonzepte. Wir haben genaue Vorgaben auch intern gemacht, wie wir mit welcher Situation umgehen. Also ich denke, wir sind nicht prädestiniert dafür, unbedingt jetzt einen Cluster zu bilden. Das sind jene Bereiche, wo wir keine Kontrollen haben, wie zum Beispiel am Donaukanal. Das ist wesentlich gefährlicher. Aber wappnen Sie sich schon für den schlimmsten Fall, dass im Herbst wieder ein Lockdown drohen könnte? Ich glaube, wir haben alle gelernt in den vergangenen 15 Monaten, dass man auf alles eingestellt sein muss und vorbereitet sein muss. Natürlich bereiten wir uns auch darauf vor, aber das ist dann wieder etwas, wo man sagt, da muss die staatliche Zusammenarbeit wieder folgen, um zu sagen, wie kann man hier ein Hilfsnetz spannen, aber hoffen wir nicht, dass es so weit kommt. Letzte Frage aus Konsumentensicht. In den Restaurants sind die Preise für Speisen und Getränke deutlich höher geworden. Werden auch die Drinks, werden die Eintrittspreise für die Clubs nach oben gehen? Derzeit ist es nicht so. Also natürlich gibt es die eine oder andere Anpassung, es ist aber kein deutlicher Sprung nach oben, hat keiner stattgefunden. Ich denke auch nicht, dass das der Fall sein wird. Man wird einmal sehen, wie es sich weiterentwickelt und dann wird man anpassen. Stefan Ratzenberger, vielen Dank für das Gespräch und den Besuch im Studio. Dankeschön.